Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Das hier ist gleichzeitig das letzte Video in dem Jahr 2018, denn in ein paar Stunden ist schon 2019. Das Jahr ging echt übertrieben schnell rum, finde ich. Und in diesem Video möchte ich auch auflösen, was es denn für neue Tiere sind, die ich bekommen werde. Ich denke, ihr seht es schon, wenn ihr so die Sachen hier seht. Also ich habe mir ein Aquarium zugelegt und möchte in Zukunft mit der Aquaristik anfangen und das euch natürlich auch auf meinem Kanal zeigen. Und heute kommt der erste Haul. Ich habe mir überlegt, ob ich den Haul jetzt schon drehen soll, weil es kommen ja noch Sachen dazu. Aber dann dachte ich mir, ja komm, ich mache jetzt erstmal nur den Einrichtungshaul. Und der Rest kommt dann später in anderen Hauls, weil ich hatte halt noch nicht das Geld dafür, um mir alles auf einmal zu kaufen, weil es halt schon übertrieben teuer ist. Ich werde euch nachher mal die Preise durchsagen. Die habe ich jetzt nicht hier. Mache ich dann am Ende vom Video. Und dann dachte ich, ich splitte das dann halt, damit ich jetzt nicht warten muss, bis ich den kompletten Haul drehen kann, weil das Jahr schon fast rum ist und ich dieses Jahr unbedingt noch ein Video rausbringen wollte, auch wenn es jetzt am 31.12. ist. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe jetzt schon eine Minute drumherum gelabert, dann fangen wir doch mal an mit dem Haul. So, also was ihr hier, denke ich, als erstes sieht, ist dieser ganze Kies. Hier der. Vielleicht könnt ihr sehen, der ist ziemlich schwer schon. Obwohl es nur 5 Kilo sind. Das ist der Quarzsand in Weiß. Ich habe lange rumgeguckt. Ich war übrigens in Kölle Zoo. Und dort habe ich lange rumgeguckt, was ich jetzt für einen Kies holen will. Weil ich wollte es halt nicht so dunkel haben, weil das Aquarium ist schon schwarz. Und meine Einrichtung hier ist halt auch schon eher hell und so. Und deshalb dachte ich halt, ich nehme einen hellen Kies. Und man muss halt auch immer auf die Preise gucken. Es gab wirklich 5 Kilo Kies. Für 30 Euro das Päckchen. Und da dachte ich mir echt, das kann doch gar nicht sein, dass das so teuer ist. Der war jetzt auch nicht unbedingt günstig, aber es war der schönste, wo noch genug da war. Weil ich mindestens 25 Kilo brauche für dieses Aquarium. Das ist ein 160 Liter Aquarium. Und brauche deshalb halt auch schon relativ viel Kies. Und deshalb habe ich mich halt hierfür entschieden. Ich finde, der Kies sieht richtig schön aus. Die Körnung ist sehr fein. Was ja auch wichtig ist, weil ich Bodenfische halten möchte. Und dann tun sie sich da auf jeden Fall nicht dran weh. Und dann habe ich halt einen Packen in groß bekommen mit 15 Kilo und halt einen oder zwei kleine mit je 5 Kilo von Orbit. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gekostet hat, aber das sage ich euch ja dann am Ende. Auf jeden Fall fand ich den sehr schön und der war auch nicht so teuer. Und dann dachte ich, der kommt auf jeden Fall mit. Dann habe ich hier, ich schwenke mal ein bisschen rüber, die Einrichtung für das Aquarium, die eigentliche Einrichtung, ja. Das ist hier so ein Stück Holz. Ich wollte eigentlich eine Wurzel und ich weiß nicht, ob das eine Wurzel ist, aber es sieht schon so aus, ne? Bei meinem Wels, ich möchte mir nämlich einen Antennenwels holen, so viel kann ich schon verraten. Der braucht Wurzeln für seine Verdauung. Und ich fand, das hier sieht einfach so schön aus. Ist zwar nicht sehr groß, also für ein 1 Meter Aquarium vielleicht ziemlich klein, aber ich habe ja noch andere Sachen, es kommt ja auch noch was anderes dazu. Den lege ich dann mal nochmal beiseite. Und dann habe ich hier, oh, der ist auch ziemlich schwer, so einen Stein mit 3 Löchern, Moment, das Schild mal ein bisschen weg, mit 3 Löchern, wo sie durchschwimmen können. Und ich fand den so schön, da war mir auch gerade der Preis egal, weil das ist wirklich so schön verarbeitet und das sieht so schön aus. Also ich könnte den ganzen Tag von diesem Stein hier schwärmen. Den gab es noch in lang, auch mit 3 Löchern, da war dann halt eins länger. Aber der hat mir nicht so gut gefallen wie der hier. Also ich finde den wirklich richtig schön. Was meint ihr? Der beugt sich halt in eine Richtung so ein bisschen. Weshalb ich gucken muss, wie ich das mache. Also er beugt sich halt ein bisschen nach hinten. Aber ich glaube, ich habe schon eine ganz gute Stelle im Aquarium gefunden. Das werde ich euch aber noch nicht verraten. Weil das kommt in einem extra Einrichtungsvideo, wo ich dann den Kies rein tue und die Einrichtung hineinstelle. Die erste Einrichtung zumindest. Aber da fehlt auch noch einiges für mein Aquarium. Da ich das Aquarium ohne Untermatte, also Unterlegmatte da gekauft habe. Und davor kann halt noch nichts rein, weil der Kies ist halt auch ziemlich schwer. Ihr müsstet das Ding mal heben. Das Große habe ich gar nicht hochgekriegt. Und da muss ich das Aquarium noch ins Wasser stellen, weil mein ganzes Zimmer ist krumm und schief. Also eigentlich ist es unmöglich, hier ein Aquarium reinzustellen, weil das mir sonst nach vorne kippen würde. Und ich muss dann halt gucken, dass ich das alles mit einer Wasserwaage ins Gleichgewicht stelle. Und das letzte Teil, was mir mega gut gefallen hat und es ist mir direkt ins Auge gestochen, ist dieses schöne Schiff hier. Schaut euch das mal an. Ich finde das so schön. Hier mit den Korallen dran.
Es wird zwar kein Meerwasser-Aquarium, aber ich finde es trotzdem richtig schön. Dann können da die Fische reinschwimmen und ihre Eier ablegen, falls sie Eier legen möchten. Ja, das können sie halt als Höhle benutzen, weil ich wahrscheinlich halt auch Fische nehmen werde, die eine Höhle brauchen. Und ich wollte unbedingt ein Schiff im Aquarium haben, warum auch immer. Und deshalb fand ich das hier einfach mega schön. Ihr hättet mal sehen müssen, es gab noch Schiffe, die waren dreimal so groß wie das hier. Für halt große Aquarien, sehr große Aquarien. Die haben aber dann halt auch entsprechend gekostet. So, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Und jetzt werde ich einen kurzen Cut machen. Und die Preisliste raussuchen, also den Kassenbon raussuchen. Und dann sehen wir uns gleich. So, Leute, ich habe jetzt den Kassenbon gefunden. Ich kann euch nicht genau sagen, was es zusammen alles gekostet hat, da ich noch was für meine Kaninchen eingekauft habe. Und deshalb fange ich jetzt einfach mal mit den Kies an. Der große Packen hier hinten, der hat gekostet 18,99 Euro. Und ein so kleiner hier hat 9,99 Euro gekostet. Das heißt, ich habe knapp, also überschlagen, 40 Euro ausgegeben für den Kies. Finde ich schon relativ teuer, aber vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung, was Kies eigentlich so kostet. Dann das Holz hier, das hat 9,99 Euro gekostet. Dieser Stein hier, ich will ihn jetzt nicht mehr nach vorne holen, der ist so schwer. Der hat 12,99 Euro gekostet. Und das Schiff da hinten, das ist das kleine Schiff, das hat 17,99 Euro gekostet. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was denn ein großes Schiff so kostet. Ja. Und ich sehe gerade, meine Kamera ist schon wieder leer, obwohl ich vor dieser Aufnahme frische Batterien reingemacht habe. Also werde ich mich jetzt schnell von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass ihr eure Vorsätze auch alle einhaltet. Und natürlich wünsche ich euch auch, dass eure Tiere Silvester stressfrei, also so gut wie stressfrei überstehen. Ich hoffe, dass es meine auch tun. Und dann sehen wir uns im Jahr 2019 wieder. Ciao!